So, hier nochmal zu gegebenem Anlass der YouTube-Betreiber des Kanals Klartext alias Mimo Baraka. Diese Ansage richtet sich an Sie. Ich schaffe da wieder Distanz zwischen uns, weil wir uns ja zuvor duzten. Herr Volker Bellendorf alias Knacki Deluxe, ich fordere Sie hier umgehendst auf, Ihr Video Mimon Moschus Heaven, in dem Sie mich erwähnen und auch in der Titelbeschreibung mein Name fällt und Sie mich titulieren mit "Ich wäre durch den Wind", das abzuändern. Ansonsten gibt's Probleme. Und heucheln Sie bitte nicht, Herr Bellendorf, Sie hätten versucht, aufrichtig mir zu helfen. Ihnen ging es nur um das Generieren von Klickzahlen und sich auf meine Kosten hin gesund zu stoßen. Authentische Hilfe hätte ich von jemandem wie Ihnen nie erwarten können. Und dann frage ich mich, hier in die Runde rein, die ja auch ein Spiegelbild der Zivilgesellschaft ist. Ihr habt keine Probleme damit, wenn Menschen, die in der Gesellschaft, in unseren Reihen leben, in der Nachbarschaft, die zuvor kriminell gelebt haben, aus einer Mischung aus Krankheit und Boshaftigkeit und Entartung heraus, sprich Pädophile, von euch nicht gelitten werden, wenn ihr die Polizei ruft, wenn ihr demonstriert gegen diese obskuren Nachbarn und wollt, dass die wieder wegziehen, weil ihr Angst um eure Kinder habt. Und hier wird das einfach so geduldet. Es hat sich mir erst sehr spät erschlossen, dass Sie im Ruf stehen, Herr Bellendorf, ein pädophil vorbelasteter Mensch zu sein. Kinderpornos und sonstiges. Was haben Sie hier noch verloren bei YouTube? Wer gibt Ihnen das Recht, sich hier noch zu artikulieren und ein auf Grand Seigneur und gutmütiger Opa zu machen? Haben Sie die Kampfansage von Herrn Oligo mitbekommen? Sie sollten sich besser zurückziehen und Sie sollten auch dazu neigen, Abstand von der überwiegend von Jugendlichen und Kindern frequentierten Plattform Juno zu nehmen, ist meine Haltung. Also, ich möchte nie wieder ein Video von Ihnen über meine Person sehen, ich wäre durch den Wind. Sie müssen erst mal vorlegen, werter Herr Bellendorf. Ich habe jetzt zuletzt dokumentiert, dass ich ein aufrichtiger, gutherziger Mensch bin. Haben Sie schon mal zu Spenden für die Kinderkrebshilfe aufgerufen und haben das lückenlos dokumentiert, dass jeder Cent da auch hinging? Und jetzt habe ich noch mal eine letzte Aktion Bezug auf mein Privatfundus, was ich da verkaufe. Sie sind doch nur vom Stamme Nimm. Ja? Also, Sie sollten erheblich kürzer treten, Herr Bellendorf. Ja, und hier nicht nach allen Seiten hin austeilen. Sie haben mich menschlich so sehr maßlos enttäuscht. Ja? Zu dem Zeitpunkt ein Video zu posten, in dem Sie anregen, dass ich, der Drachenlord und Knacki, sich mal miteinander austauschen. Also mehr Sensationsgeilheit und Geltungssucht geht doch nicht, als Sie hier mit an den Tag legen. Sie sind nicht das, was Sie vorgeben zu sein, Herr Bellendorf. Sie sind ein ganz verschlagenes Subjekt, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und ich gehöre nicht zu den Menschen und habe auch nie zu den Menschen gehört, die in den Niederungen und Abgründen der menschlichen Seele rumgestarkt sind, wo Sie herkommen und was Sie schon hinter sich haben. Sie haben mich seinerzeit am Telefon als Lappen tituliert, nach dem Motto, Sie hätten leichtes Spiel mit mir, physisch, ja? Weil Sie ja wohl mal im Security-Bereich gearbeitet haben. Wachen Sie auf, Herr Bellendorf. Ja, würden wir, was wir nicht werden, uns je real begegnen, wäre das ein Sekundenkampf. Und ich weiß schon heute, dass ich nicht am Boden liegen würde. Ja? Also, nehmen Sie sich zurück, Herr Bellendorf. Beenden Sie lieber Ihre YouTube-Karriere. Ja, Sie haben zwar einige Mitstreiter und auch an die ca. 3000 Abonnenten, aber das ist hier bei YouTube längst nicht maßgebend und auch nicht aussagekräftig. Qualität ist entscheidend und nicht Quantität. Ja? Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich Sie rund um die Uhr beschatten lassen. Von der Polizei, vom Verfassungsschutz und so weiter. Denn auch Ihre Videos, in denen Sie Bezug nehmen auf das Dritte Reich, und so weiter sind hanebüchner Mist und können so nicht stehen gelassen werden. Ja? Sie haben nicht, denke ich mal, die Bildung, die es dazu benötigt, sich, was historische Kontexte und Zusammenhänge angeht, weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich hingegen war früher in meiner Oberschulzeit im Geschichtsleistungskurs
Ja, und habe auch mein Wissen, wenn auch nicht so tief, aber immerhin ausreichend, was Basiswissen angeht, erweitert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte meines Daseins. Also, einmalige und letztmalige Aufforderung, zumindest den Titel in Ihrem Meme on Moshe's Heaven Video abzuändern. Und wenn Sie überhaupt die Größe besitzen, was ich Ihnen nicht zugestehe, sich zurückzunehmen und das zurückzunehmen, mit dem ich wäre durch den Wind. Und wenn ich aus Ihrem Mund noch einmal das Wort Forensik höre in Bezug auf mich, was Rufmord gleichkommt, lernen Sie mich richtig kennen, mit aller Härte des Gesetzes, juristisch und gesellschaftlich, Herr Volker Bellendorf. Denn eins wollen wir mal hier festhalten. Ich war nie in der forensischen Psychiatrie. Ich war auf einer offenen Station. Und auch nur aus Gründen freiwillig mich selbst dorthin delegierend, aus Gründen der Sicherheit, um die Unversehrtheit meines körperlichen Daseins und Lebens, weil ich unmittelbar wenige Stunden zuvor bedroht wurde. Also hier keine Halbwahrheiten und Gerüchte und Lügen, ja, über meine Person verbreiten. Ansonsten kann auch ich wirklich unbequem werden für Sie, Herr Bellendorf. Sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen, Herr Bellendorf. Ja, und wägen Sie in Zukunft bei den Produktionen Ihrer Videos oder Ihrer Hangouts und Streams lieber jedes Wort genauestens ab, was Sie sagen und gegen wen Sie hier schießen in Abwesenheit der Person. Meine YouTube-Karriere ist im Wesentlichen wirklich beendet. Das habe ich auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber das hier musste jetzt nochmal ganz explizit und dezidiert sein, gegen Sie gerichtet. Mir ist noch nie ein Mensch begegnet im zwischenmenschlichen Bereich, der so unaufrichtig und heuchlerisch ist und war wie Sie im Umgang mit mir und meiner Person. Gut, dass mir die Augen aufgegangen sind über Ihre unrühmliche Vergangenheit und ich auch diverse Informationen zugespielt bekommen haben, die mir bestätigen, dass da was dran ist und dass man das nicht bagatellisieren könnte. Also, Änderung des Titels Mimon Moshe's Heaven und ich dürfte eigentlich eine kurze, prägnante Entschuldigung erwarten in Bezug auf Ihren in diesem Video formulierten Satz, ich wäre durch den Wind, geschweige denn, dass Sie mich mit diesem Steamer's Heaven vergleichen. Da liegen Welten zwischen mir und diesem Herrn und der wird auch seine relevanten Gründe haben, dass er so gegen Sie vorgegangen ist und Sie auch angezeigt hat. Klartext, Ende, over, out. Und ich hoffe, dass das Drachenlord-Terrornetzwerk rund um Oliver Hermann Erfolge zu verbuchen hat. Und generell im Kampf gegen Pädophilie, egal ob hier auf der YouTube-Plattform, auf Facebook meinetwegen oder auch auf Twitter und you know. Und dass da Erfolge verbucht werden. Und dass man auch engmaschig zusammenarbeitet mit den Behörden der Justiz, mit Staatsanwaltschaft, Kripo und so weiter und der Polizei. Solche Menschen, die jungen, unschuldigen Menschen, egal ob Jungen oder Mädchen, ihre perfide, perverse Sexualität aufdrängen als Erwachsene, haben keinen Platz in unserer Gesellschaft und dürfen nicht geduldet werden und man darf ihnen auch nicht auf Augenhöhe begegnen. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist das abscheulichste, verabscheuungswürdigste, was es gibt auf dem Planeten Erde, wenn Erwachsene sich an jungen Menschen und Kindern vergehen und sie mit Augen der Lüsternheit betrachten, ja, und sie bedrängen und ihnen ihre Sexualität aufzwingen und sie missbrauchen. Wir müssen alle wie ein Mann, bundesweit, europaweit und weltweit dagegen angehen. Denn die Dunkelziffer von Delikten an den Unschuldigsten in unserer Gesellschaft, an Kindern, ist leider sehr hoch. Und leider zieht das sogar Kreise bis in höhere Ebenen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Da sind Menschen dran beteiligt, denen man das nie zutrauen würde auf den ersten Blick, was sie privat so treiben, in Bezug auf Kinder. Ganz zu schweigen von dem leider immer stattfindenden Missbrauch an den eigenen schutzbefohlenen Kindern, wie er in manchen Familien auch stattfindet. Also,
Ich bin voll bei Ihnen, vom Drachenlord-Terrornetzwerk und beim Möwenkartell. Ja, mit meinem Herzen. Ja, auch wenn ich da nicht aktiv werden kann. Weil mein reales Leben ist auch wichtig. Und mein Aufpassen auf meine kranke alte Mutter, die mich immer mehr braucht. Und es tut mir leid. Ich hätte mich gerne mit eingebracht. Ja, und wäre da auch ein erbarmungsloser Kämpfer gewesen gegen solche Umtriebe in unserer Gesellschaft. Aber es hat nicht sollen sein. Gut. Und das ist auch das Einzige zu dem Thema und zu Ihnen, Herr Bellendorf. Halten Sie sich dran. Ja? Ansonsten mache ich Ihnen wirklich die Hölle heiß. Dass ich C bin, haben Sie schon mitbekommen. Ja? Und da brauche ich auch keine Staatsanwaltschaft zu frequentieren. Da wird eine saftige, wohlfeil formulierte Anzeige geschrieben in meinem perfekten Deutsch, zu dem ich fähig bin. Und auch einige Beweisvideos noch drangehangen. Und dann war es das für Sie. Dann ist Ihre YouTube-Karriere ein für alle Mal beendet. Ich ärgere mich nun schon seit fast 9 Monaten oder mehr als 9 Monaten. Jetzt ebbt das langsam ab, weil ich dem Ganzen auch keine Nahrung mehr gebe im Wesentlichen und die Hater und Trolle um meine Person herum hin auch langsam die Lust verlieren. Post, die mir zugeschickt wird, erreicht mich nicht. Pizzalieferdienste prallen an mir wirkungslos ab, also was bleibt da noch? Nichts. Ja? Ich bin nicht der Feind, Herr Hater und Trolle. Ich war nie der Feind. Ja, auch wenn ich hier laut gepoltert habe. Der Feind jeglicher Menschlichkeit in Bezug auf Würde, Anstand, Sittsamkeit, Moral und Ethik, geschrieben und ungeschrieben, sind Menschen wie Herr Volker Bellendorf. Und ihr solltet gut daran tun, hier bei der YouTube-Community Menschen wie ihn für immer auszugrenzen. Ja, und ihn nicht wertzuschätzen und noch zu feiern. Da gibt es nichts zu feiern. Ja, bei Menschen wie ihm. Ja, oder ihm die Stange zu halten. Ihr seid nicht besser, wenn ihr diesen Herrn weiterhin unterstützt. Mit euren Klicks, mit euren Abonnements. Ihr macht euch letztendlich subtil zu Mittätern. Denn ihr wisst auch alle, aus welchem Stall Herr Bellendorf stammt und was hinter ihm liegt und was ihm wohl nicht zu Unrecht seinerzeit zur Last gelegt wurde. Also, es ist nicht ratsam, immer mit den Wölfen zu heulen. Man muss manchmal auch aus der anderen Richtung kommen. Ja? Und das zeigt dann auch erst, ob man wirklich eine erwachsene Person ist und gereift und weiß, worauf es ankommt im Leben oder ob man das nur vorgibt. Ja? Also, YouTube, bietet solchen Menschen bei YouTube bitte keine Plattform mehr. Mein Appell an die YouTube-Gemeinde. Und viel Erfolg, Drachenlord, Terrornetzwerk und Oligo und so weiter, beim Bekämpfen solcher Auswüchse auf YouTube und überall anders.